Hallo da draußen. Willkommen in Bernd und Monis Welt. Griller, Kocher, Bagger. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr uns überhaupt gut versteht, weil draußen der prasselte Regen auf unser Pergola-Dach, unser Glasdach. Wir testen es einfach mal aus, wie stark das stört. Gott sei Dank sind wir hier in Trockener und können was machen. Wir machen heute Kohlroulade oder auch Krautwickel mit Salzkartoffeln. Ja, und das machen wir im Dutchofen, aber nicht mit glühender Kohle, sondern wir nehmen den Dutchofen und verwenden den auf unserem Gasgrill. Bleibt einfach dabei. Habt Spaß. Wir freuen uns und hier schüttet es ohne Ende. Die Krautwickel, die sind eigentlich ganz einfach zuzubereiten. Dann nehmen wir Hackfleisch, eingeweichte Brötchen, Zwiebeln, Knobi, zwei Eier kleppern wir da rein, würzen es mit Salz und Pfeffer, tun es richtig verkneten und formen so Hackhichle draus. Das ist die Füllungsseite. Hier kommen wir zu unserem Hauptakteur, nämlich der Weißkohl. Da machen wir den Strunk raus, blanchieren den, machen die Blätter weg. Das ist ein bisschen tricky, aber kriegt auch jeder hin. Und wir haben hier die Zutaten für unsere Soße. Da haben wir super Gemüse, das habe ich schon mal klein gemacht, Lauch, Sellerie, Gelarive, Zwiebeln und da haben wir nochmal extra Zwiebeln und wir haben auch noch einmal extra Knoblauch und, weil wir eine Specksoße machen, einen Speck dazu. Tomatenmark zum Anrösten, gibt nochmal ein tolles Aroma, auch wieder hier Salz, Pfeffer und ich habe nochmal ein bisschen Gemüsebrühe, mit der wir das Ganze dann hochkochen werden. Auf der Seite kocht schon das Wasser, um den Kerl hier zu blanchieren. Jetzt tun wir erst einmal da unten ein Stück wegschneiden. Wichtig ist hierbei, dass ihr ein scharfes Messer habt. Und dann mache ich die ganz äußere Blätter hier, die mache ich weg. Die brauchen wir nicht. Die kommen in der Kompost. In der Infobox da unten drin, sieht man das jetzt? Ja. Da seht ihr natürlich wieder das Rezept. Da zeige ich euch genau, was wir von den Zutaten alles verwendet haben. Jetzt müsst ihr hier den Strunk rausschneiden. Das ist die potenzielle Verletzungsgefahr. Also immer das Messer von euch weg vom Körper. Und ich mache da immer so einen V-Schnitt rein. Pass mal bloß auf. Wie immer. Und das mache ich Stück für Stück rundherum. Nochmal hier so einen V-Schnitt rein. Und wenn alles gut läuft, dann ist noch der Strunk draußen und die Finger noch dran. So, das reicht jetzt aber auch schon. Jetzt nehme ich hier die Fleischgabel, piekst da mal kräftig rein und jetzt habe ich meinen Kohl hier. Und dann lasse ich den ganz vorsichtig in das Wasser plumpsen und hoffe, dass es nicht überläuft. Perfekt. So, jetzt lasse ich den mal da drin. So, 5 Minuten lasse ich den jetzt ziehen und dann müsste sich die Blätter so langsam lösen lassen und dann sehen wir uns hierzu wieder. In der Zwischenzeit machen wir mit der Soße weiter. Jetzt braten wir unsere Zwiebeln an. Jetzt machen wir noch gleich ein bisschen den Knoblauch mit dazu rein. Das darf nicht so arg werden, sonst wird er bitter. So, das reicht dann schon. Dann mache ich das zur Seite, dann kann es auskühlen. Jetzt machen wir das Hackfleisch an. Da haben wir das Hackfleisch. Ich mache jetzt da mal drüber die angebrutzelte Zwiebeln. Dann presse ich hier das Brot aus, das habe ich gewässert. Das waren alte Brötchen. Dann kommen wir jetzt noch die Eier dazu rein. Ja. Und dann wird das Ganze gewürzt. Kann man ruhig kräftig würzen. Mit Salz und Paprika. Hatte ich vorhin nicht erwähnt gehabt, aber die Moni hat gerne Paprika mit drin.
Und dann kann man noch ordentlich Pfeffer ranmachen. Das vertragt ein bisschen was. Schau, jede Menge Hackfleisch. Und dann vermengen wir mal das Ganze. Unser Weißkohl hat jetzt gute 5 Minuten da drin gekocht, war nicht richtig gekocht, gesiedet. Der ist jetzt im kalten Wasser drin und ja, kann ich ein bisschen so anlangen und jetzt löse ich die Blätter ab. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, da guck mal hin. So gehen die ab, sehr schön. Und da können wir auch wirklich richtig schöne Krautwickel draus machen. So, sieht das gut aus? Sieht gut aus. Sieht gut aus, durch das kalte Wasser bleibt da die Farbe ein bisschen erhalten. Meine ich, oder? Ja. Wenn man so ein eiskaltes Wasser reinmacht, dann bleibt die Farbe, genau. Jetzt muss man es vorsichtig lösen. Ich mache jetzt hier weiter mit dem Kerle und dann sehen wir uns wieder beim Wickeln. Die Moni, die macht jetzt die Grundsoße für euch. So, jetzt gucken wir mal, fangen wir mit den Zwiebeln mal an. Lassen die mal ganz kurz dünsten. Schmeißen wir den Rest dazu. Karotte. Und ich schmeiß runter. Guck. Und weg mit der Karotte. Na, das war ein Lauch. Der ist runtergekullert. Tun wir jetzt ein bisschen abraten, dass es ein bisschen Farbe kriegt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil dann kommt nämlich noch ein bisschen Tomatenmark nachher für die Röstaromen mit dazu. Tun wir hier. Sind das 2-3 Esslöffel? Ja, 3 Esslöffel hätte ich gesagt, ja. Oh, wenn ich es rauskriege. Das reicht. Und jetzt tun wir ein bisschen von der Brühe mit reinschütten. Und schwapps. Ja. Ja. Sehr schön. Dann kann sich das Tomatenmark drin auflösen jetzt. Und dann kommt es nachher zu der angebratene Krautwickelkohlroulade mit rein. Wir tun noch ein bisschen Salz drauf. Ein bisschen Pfeffer noch. Soll ja schon mal ein bisschen Grundwürze haben. Das ist jetzt der Rest Weißkohl, den habe ich jetzt gleich geschnitten. Der wird jetzt im Wasser gedünstet, bis er weich ist. Und dann machen wir aus Butter und Mehl und nachher dem Wasser hier ein Becher Mehlsoße und das kommt dann drüber. Die Hackfleischmasse, die ich vorhin geknetet habe, die habe ich jetzt zu solchen Röllchen geformt. Die kommen jetzt da rein. Dann werde das eingeschlagen. Und gerollt. Ich mache es normal so, dass ich es gern mit einem Faden fixiere. Da kommt der helfende Finger. Aha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einmal gedreht. Aua, aua. Aua, 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 aua. Oh. Ich habe Angst. Angst. Das ist abgeschnitten. Und wie sieht das Päckle aus? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das mache ich jetzt mit dem Rest auch so. Und nachher haben wir dann eine Parade mit Krautwickel. Und da sehen wir uns wieder, wie es weitergeht. Und Moni, was meinst du, wie sind unsere Krautwickel geworden? Ja, wie so Krautwickel halt wären. Ich finde, das sind richtig schöne Päcklen geworden, oder? Jo. 8 Stück haben wir rausgekriegt. Und die brutzeln wir jetzt auch. Ich habe hier den Dutch Ofen schon mal angemacht. Jetzt lassen wir das Öl heiß werden. Und jetzt gehen wir ans Anbratzeln. Wie aus Messer, oder? Jo. So. Mache da mal den Deckel zu und lasse das anbraten. Ja, da brotzelt schon ordentlich da drin. Drehen wir mal die Päckle rum. Langsam kriege ich die Farbe.
So, mach mal weiter, Bade. Das Kraut hat jetzt fertig gekocht. Oder weich gekocht. Ich habe jetzt hier die Brühe aufgefangen und das stelle ich jetzt erstmal auf Zeit hier. Und da machst du jetzt quasi die Bechamelsoße draus, gell? Ja, so eine weiße Soße, genau. Ah, sehr schön, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Jawohl. So, löschen wir das Ganze noch ab. Und die andere Richtung, also ich setze es nach vorne. Alles leicht? Ja, mach alles leicht. Ja, dann müssen wir noch die Heißisch da drüber. Ja, glaube ich. Deckel drauf? Ja. Perfekt. Machen wir den anderen Deckel auch noch zu. Viel Spaß. Doppelt gedeckelt. Perfekt. Jetzt machen wir hier drüber weiter. Butter ist jetzt völlig außer sich. Da kommt jetzt das Mehl dazu rein. Jetzt schütteln wir da mal ein bisschen von der Brühe rein. Und da muss ich auch runterdrehen. Das sieht schon gut aus. Das Ganze ein bisschen salzen. Ich mache das gerne immer, wenn noch kein Gemüse oder was drin ist, weil dann lässt sich es leichter verteilen. Ein bisschen Pfeffer. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Muskat rein. Jetzt haben wir das Gemüse mit rein. Jetzt vermischen wir das Ganze. Ausmachen, auf Zeit stellen und gut ist, das kann ruhig durchziehen, das macht gar nichts. Zu unserer Krautwickel machen wir eine Zwiebelspecksoße. Die Zwiebel haben jetzt ein bisschen Farbe, schwenkt mal nur. Und jetzt kommt der Speck mit rein. Genau. Klopp. Jetzt kommt der Knoblauch dazu rein. Und dann wird weiter gebrotzelt. Stundenlang hat es jetzt da drin vor sich hingeblubbert. Das sieht doch saugut aus. Und vor allen Dingen, das riecht einmal saugut. Dann hole ich die Krautwickel da raus. Dann wäre die dazwischen geparkt. Und dann tun wir die Soße abschöpfen. Und die werden wir jetzt noch abbinden und noch gewürzen. Und dann gucken wir mal. Machen wir hier noch ein bisschen Soßebinder rein, die Speisestärke. Das haben wir ein bisschen mit dem Sud angehört, indem wir der Weißkohl gekocht haben. Dann kriegen wir, das sieht man schon richtig von der, vom Blubbern jetzt her, das gibt so richtig schöne, sämige Soße. Jetzt kommen wir zur Verkostung. Heute machen wir mal paralleles probieren. Genau. Also ich starte jetzt auf jeden Fall mal mit so einem Stück Krautwickel. Ich ja. Du auch? Ja. Super lecker. Speckzwiebelsoße. Die Stücke Kartoffel mit der Speckzwiebelsoße. Leute. Boah. Das ist sowas von saugut. Die Soße ist herrlich, oder? Speck, Zwiebel, Knoblauch. Mm. Und hier das Rest Kohlgemüse gekocht als Gemüse. In der Bechamelsoße. Mhm. Mm. Genial. Probier jetzt mal. Ich habe es so gut hingekriegt. Also. Hat noch ein bisschen Biss. Ja, so soll es sein. Und ich finde die Kohlroulade innen drin. Noch richtig schön saftig, noch richtig schön weich, trotzdem durch, oder? Ja. Das, also. Nicht trocken. Alles richtig gemacht. Ihr seid jetzt auf der falschen Seite, ihr seid draußen. Das ist ganz gut so. Das ist ganz gut so. Mhm. Also, wenn euch das Spaß macht, hat uns zuzugucken, wie man die Krautwickel macht habe oder Kohlroulade, dann gebt uns einfach einen Daumen nach oben. Genau. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch über Kommentare, die wir gerne beantworten. Wir essen jetzt weiter, lassen es uns schmecken.
Wenn ihr Lust habt, macht es einfach nach. Es ist echt sau gut geworden. Und das mit den Blätterentferner vom Weißkohl, glaubt es mir, das kriege ich da auch hin. Und der Rest ist sowieso einfach. Genau. Also dann, bis zum nächsten Video. Wir freuen uns. Eure Moni und Bernd. Ciao.